Wie viele unterschiedliche Unendlichkeiten gibt es? Wir werden den Satz von Cantor beweisen und damit die Existenz von unendlich vielen Unendlichkeiten erhalten. Fangen wir mit der folgenden Bemerkung an. Seien A und B zwei Mengen. B ist höchstens gleichmächtig zu A, genau dann, wenn es eine surjektive Abbildung von A auf B gibt. Tatsächlich, sei G eine injektive Abbildung von B nach A, dann ist G eine Bijektion zwischen B und G von B. Wenn G surjektiv ist, dann ist die Umkehrfunktion von G eine surjektive Abbildung von A auf B. Wenn G nicht surjektiv ist, dann wählen wir ein beliebiges Element B Stern aus der Menge B und betrachten wir die Vereinigung von der Umkehrfunktion von G und der Funktion, der jedem Element aus der Differenz von A und G von B das Element B Stern zuordnet. Diese Vereinigung ist eine Erweiterung von der Umkehrfunktion von G mit Definitionsbereich A und damit eine surjektive Abbildung von A auf B. Nehmen wir jetzt an, die Existenz einer surjektiven Abbildung F von A auf B. Dann ist das Urbild von jedem Element B aus der Menge B unter F nicht leer. Damit ist die Abbildung von B nach A, die dem Element B ein beliebiges Element aus dem Urbild von B unter F zuordnet, wohl definiert und injektiv. Der Satz von Schröder-Bernstein liefert dann das folgende Korollar. A und B sind gleichmächtig, genau dann, wenn es eine injektive Abbildung von A nach B und eine surjektive Abbildung von A auf B gibt. Jetzt sind wir gut vorbereitet, den Satz von Cantor zu beweisen. Das ist die Aussage, dass es keine injektive Abbildungen von der Potenzmenge einer Menge nach der ursprünglichen Menge gibt. Also fangen wir mit dem Beweis an. Nehmen wir an, dass es doch eine surjektive Abbildung von A auf die Potenzmenge von A gibt. Sei jetzt Delta die Menge aller Elemente von A, die kein Element von ihrem Bild sind. Dann ist Delta eine Teilmenge von A und da F surjektiv ist, ist das Urbild von
Delta unter F nicht leer. Wählen wir jetzt ein beliebiges Element A aus diesem Urbild. Jetzt sind Delta eine Teilmenge von A und A ein Element von A. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist A ein Element von Delta oder ist da kein Element von Delta. Im ersten Fall, A erfüllt die Definition von Delta. Das heißt, A ist kein Element von F von A. Da aber F von A gleich Delta ist, erhalten wir, dass A kein Element von Delta ist. Das ist ein Widerspruch. Im zweiten Fall, wenn A kein Element von Delta ist, da Delta gleich F von A ist, haben wir, dass A kein Element von F von A ist. Das heißt, wieder, dass A die Definition von Delta erfüllt. Und damit ist da ein Element von Delta. Widerspruch. Das heißt, die Annahme der Existenz einer surjektiven Abbildung von A auf die Potenzmenge von A ist falsch und damit ist der Satz von Cantor bewiesen. Diese Tatsache führt uns zu der folgenden Definition. Die Menge B heißt mächtiger als A, wenn es eine injektive Abbildung von A nach B gibt, aber A und B nicht gleichmächtig sind. Ein direktes Korollar zu dem Satz von Cantor ist dann die Aussage, dass die Potenzmenge jeder Menge mächtiger als die ursprüngliche Menge ist. Tatsächlich, die Abbildung, die jedem Element A aus der Menge A die Menge mit einzelnem Element A zuordnet, ist injektiv. Und damit ist A höchstens gleichmächtig zu der Potenzmenge von A. Nach dem Satz von Cantor ist aber die Potenzmenge von A nicht höchstens gleichmächtig zu A. Und nach dem Satz von Schröder-Bernstein sind A und die Potenzmenge von A nicht gleichmächtig. Das heißt, die Potenzmenge von A ist mächtiger als A. Weder der Beweis von dem Satz von Schröder-Bernstein noch der Beweis von dem Satz von Cantor ist auf eine feste Menge begrenzt. Daher ist die Potenzmenge der natürlichen Zahlen mächtiger als die Menge der natürlichen Zahlen. Auch die Potenzmenge von der Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist mächtiger als die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und so weiter. Damit erhalten wir eine unendliche Folge von unendlich vielen unterschiedlichen Unendlichkeiten.